Ich stehe hier an einem schönen Ort im Landkreis Regensburg, 10 Kilometer südöstlich von Regensburg, vor der Fassade der Physikakademie Alt-Eklosheim, des Schlosses Alt-Eklosheim. Und meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, wir waren vor einigen Wochen hier mit Professor Mosbach auf der Suche nach großen Schätzen in kleinen Dörfern. Und wir hatten beim ersten Teil das Tafelzimmer besucht mit einer schönen Darstellung eines Fürsten in einem goldenen Rahmen, der von einem bekannten französischen Porträtmaler gezeichnet worden ist. Und heute wurden wir eingeladen von Dr. Mosbach in ein anderes Zimmer, wo er uns ein weiteres Objekt zeigen möchte, was sehr bemerkenswert ist, nämlich den Kaisersaal. Und ich möchte nun mit Ihnen mich ins Schloss begeben auf der Suche nach Dr. Mosbach und dem Kaisersaal. Ja, Herr Delis. Ja, schön, dass Sie mich gefunden haben. Als Fürst dieses Anwesens ist hier. Ja, man kann sich hier leicht verlaufen. So ist es, ganz genau. Ich wusste nur etwa, wo ich hin muss, aber das wäre jetzt doch eine Odyssee. Gut, ich habe Sie gefunden. Sie haben Ihren Schatz gefunden. Ja. Herr Dr. Mosbach, wir sind ja heute zum zweiten Mal zusammen hier in Alt-Eklosheim, weil Sie hier Schätze entdeckt haben. Wir sind im Kaisersaal. Wir sind im Kaisersaal, ja. Lass uns gleich zur Sache kommen. Was ist hier interessant im Kaisersaal? Ja, der Kaisersaal gehört zur älteren Generation. Johann Georg II. War das Thema unseres einen Films. Ja. Jetzt haben wir im Grunde genommen seinen Großvater, Johann Georg I., der war ein Baron und wollte am kurfürstlichen Hof in München Karriere machen und hat durchgesetzt oder hat erwirken können, dass er 1685 in den erblichen Reichsgrafenstand erhoben wurde. Und als Zeichen der Loyalität und der Dankbarkeit gegenüber dem Kaiser, der diese Standeserhöhung durchgeführt hat, hat Königsfeld, wie es üblich war, in seinem Schloss einen Raum dem Kaiser gewidmet. Und diese Räume nannte man Kaisersaal. Ist der Kaiser hier irgendwo zu sehen im Raum? Der Kaiser ist in der Tat zu sehen an ganz prominenter Stelle in der Mitte des Raums, in diesem großen Leinwandbild, das dort oben an der Decke hängt. Inmitten einer großen Schar an Personen sitzt er mit seiner Gemahlin Eleonore von Pfalz-Neuburg, es handelt sich um Kaiser Leopold I., hier in der Mitte dieses Bildes. Der Kaiser ist dort oben dargestellt als Jupiter, als höchster der antiken Götter, mit dem Adler, seinem Symbol, und den Blitzbündeln. Ach, das ist das. Zeus, der Blitzeschleuderer, hat als Symbol den Adler. Auf den Schwingen des Adlers sitzt der Kaiser, sitzt seine Gemahlin Eleonore. Und in der barocken Bildsprache der Symbolik bedeutet der Adler zunächst einmal den Bellator Dux, den kriegsführenden Fürsten. Und das Blitzbündel spielt an auf die Blitze, mit denen Zeus seine Feinde vernichtet. Es sind keine Feinde dargestellt, sondern Mitkämpfer gegen die Feinde, nämlich gegen die Türken, die zu dieser Zeit, wir sind hier in der Zeit von 1683-84, wieder einmal gegen Europa anrannten, und die Sieger dieser Schlacht war der Kaiser und die europäischen Heere sozusagen, also die deutschen Kurfürsten, die sich verbündet hatten mit den Spaniern, mit den Polen und mit den Franzosen. Genau. Also es ist der Triumph des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, und zeigt, wie der Kaiser mit dem Reich verbunden ist in dieser Zeit der größten Bedrohung von außen. Es ist im Grunde genommen ein Götterhimmel. Götter. Wenn man das sieht, die Personen außen herum, die sitzen alle auf Wolken. Ah ja, stimmt. Also es ist wie eine Art Götterhimmel, den man da dargestellt hat, in dessen Mittelpunkt Zeus, Jupiter, Leopold schwebt, umgeben dann von denen, die ihm geholfen haben, die Türken zu besiegen. An den beiden Ecken, das sind diese ausgerundeten Ecken, und da sind zwei Putti dargestellt, einer mit einer Mondsichel auf dem Kopf und der andere mit einem Krummschwert. Ja, genau. Und das ist die Anspielung auf die Türken. Der Maler, ich vermute, es war der kaiserliche Kammermaler Benjamin von Block. Den Kaiser kannte er selbst, denn er war Porträtist des Kaisers. Er war auch in Wien gewesen, man kannte sich, man schätzte sich, und deswegen hat Königsfeld auch diesen Herrn von Block beauftragt, höchstwahrscheinlich beauftragt, dieses Gemälde anzufertigen. Hier an der östlichen Schmalseite haben wir links
den bayerischen Kurfürsten Max Emanuel, den jungen Max Emanuel, der aufgrund seines blauen Mantels, den er getragen hat, als der blaue Kurfürst oder der blaue Ritter bezeichnet wurde und der sich in der Schlacht von Wien unsterblichen Kriegsruhm erworben hat, von dem er eigentlich immer gezehrt hat. Danach hat er nicht mehr viel. Neben ihm der Junge, der Bub, der da dargestellt ist, das ist höchstwahrscheinlich Josef, der Sohn Leopolds I., der spätere König von Ungarn. Dann haben wir neben dem Max Emanuel, diesen gut aussehenden Mann mit der Galonche-Perücke, mit dem roten Feldherrenmantel, das ist der französische König Ludwig XIV. Über ihm, diese junge Dame, die direkt über ihm steht, ist höchstwahrscheinlich die Schwester des Kurfürsten. Sie war die Dauphine de France, also die Frau des französischen Thronfolgers. Und neben ihr, links neben ihr, mit diesen Schneckellocken in den, auf der Stirn, das ist ihre Schwester Violante Beatrix, der Sohn, neben Ludwig XIV., der polnische König Jan III. Sobieski. An ganz prominenter Stelle im hintersten Kreis überragt, direkt unter der Kaiserin, ein ganz freundlich dreinblickender Herr mit so einem kecken Schnauzbart. Die Gruppe, ich nehme an, dass es sich hier um Graf Rüdiger von Starenberg handelte. Und dann haben wir eine ganz wichtige Person noch hier im Eck über dem Putto mit dem Dreizack sitzend. Das ist der große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der Begründer Preußens sozusagen, der dafür gesorgt hat, dass Preußen, dass Brandenburg zur europäischen Großmacht wurde. Und neben ihm der pfälzische Kurfürst Friedrich Wilhelm. Es gibt in der Kunstgeschichte nichts Vergleichbares. Der Kaiser im Kreis seiner Familie, der Kaiser Austria, umgeben von den Kurfürsten und ihren europäischen Verbündeten. Das ist ein völlig einzigartiges Bild, das in der Kunstgeschichte auch als bedeutendstes Repräsentationsbild aus der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation gilt. Frankreich, Deutschland, Polen sitzen hier nebeneinander. Das war das, was Helmut Kohl als Weimarer Gruppe gegründet hatte. Die Stuckdecke stammt von dem italienischen Stuckateur Giovanni Battista Carlone, der bedeutendste Stuckateur dieser Zeit, der 1680, also einige Jahre vor der Entstehung des Bildes, den Stuck hier angefertigt hat. Auf der anderen Seite gegenüber haben wir auch wiederum zwei Frauenfiguren, aber diesmal halbnackt. Und symbolisieren damit die wilde, die unzivilisierte neue Welt. Das ist auf der einen Seite Afrika mit den typischen Gesichtszügen, hat man versucht so darzustellen, und mit dem Sonnenschirm. Und auf der anderen Seite Amerika mit der Federkrone und dem Tomahawk als Indianerin. Und was sollen diese Figuren sagen? Sie gehören zum Programm des Kaisersaals dazu, denn die Grundaussage eines Kaisersaals ist immer, der römisch-deutsche Kaiser ist der Herr über die Welt und die Welt unterwirft sich ihm in Gestalt dieser vier Erdteile, die sich ihm nähern und sich ihm ergeben. Meine Damen und Herren, ich bin gut aus dem Schloss herausgeführt worden von Ihnen, von meinem Guide, meinem Fremdenführer, Herrn Dr. Mosbach. Es ist ein sehr interessantes Objekt, wie Sie gesehen haben, eins der großen Schätze im Landkreis Regensburg. Und wie wir gerade festgestellt haben, Dr. Mosbach, einen Schatz wollten Sie mir vorenthalten, aber ich habe es noch entdeckt. Wir werden also wohl ein drittes Mal in dieses Objekt kommen, nach Aldeckeston kommen, in das sogenannte Asamzimmer. Herr Dr. Mosbach, Ihnen ein herzliches Dankeschön für die Zeit, die Sie genommen haben, für die Vorbereitung, die Sie machen mussten, für die gehaltvollen Ausführungen. Und ich hoffe, dass die Geschichte des Hauses und dieses Schlosses also bei Ihnen auch, meine Damen und Herren, Anklang findet. Und schalten Sie wieder rein, wenn Sie Interesse haben an Kunst in kleinen Dörfern im Landkreis Regensburg.